Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit den neuen Everdreamers von Playmobil. Und zwar schauen wir uns diesmal die bezaubernde Edwina an. Insgesamt gibt es bei den Everdreamers 5 Überraschungsboxen zum Sammeln. Und in den letzten Wochen haben wir uns bereits 4 dieser Boxen etwas genauer angeschaut. Damit schließt sich heute diese kleine Videoreihe, denn Edwina ist die 5. und damit die letzte Everdreamers-Figur der Music World, die wir uns anschauen werden. Das macht mich ja schon ein bisschen traurig, denn es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, diese Videos aufzunehmen und die ganzen Überraschungen gemeinsam mit euch zu entdecken. Aber die dritte Serie endet ja nicht mit den Überraschungsboxen der 5 Freundinnen, denn es gibt noch 12 weitere außergewöhnliche Figuren zum Sammeln und auch die würde ich mir gerne einmal anschauen. Außerdem hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass bald schon die 4. Serie der Everdreamers erscheint. Das heißt, wir können alle einmal aufatmen. Im Juli kommt die Magic World und ich denke, ihr wisst, was das heißt. Genau, dann erwarten euch wieder viele Unboxing-Videos zu den neuen Figuren. Und darauf freue ich mich auch schon riesig, denn das Thema der neuen Serie trifft genau meinen Geschmack. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Zurück zu Edwina. Sie ist die vielseitige Sportskanone unter den 5 Freundinnen. Edwina ist abenteuerlustig, offen für Herausforderungen und sie probiert gerne Neues aus. Ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Rhythmusgefühl zeigt sie mit Leidenschaft am Schlagzeug. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das Schlagzeug klingt schon mal vielversprechend. Denn heute erwarten uns wieder 7 verschiedene Überraschungen, die alle etwas mit dem Thema Musik zu tun haben. Neben einer Everdreamers-Figur gibt es ein kleines Haustier, jede Menge Zubehör, ein Armband mit Schmuckperlen und einem Anhänger, sowie Sticker und eine Autogrammkarte zum Sammeln. Und wo wir schon mal dabei sind, hier haben wir auch schon die erste Überraschung. Und da das hier heute die letzte Everdreamers-Figur ist, bin ich ganz besonders gespannt darauf, was denn hier alles so drin steckt. Oh, zum krönenden Abschluss bekommen wir sogar goldene Tüten. Sehr schick. Und hier haben wir dann auch schon den Sticker. Darauf zu sehen ist Edwina, wie sie am Schlagzeug steht. Aber was ist denn das für ein Anhänger? Naja, da wir hier ein Schlagzeug haben, vermute ich mal, dass es eine kleine Trommel sein wird. So, aber dann werfen wir jetzt auch endlich mal einen Blick in die erste Tüte. Und hier verbergen sich schon die ersten Überraschungen. So, fangen wir einmal an mit dem magischen Haustier. Und diesmal handelt es sich dabei um eine Katze. Aber die sieht nicht aus wie eine gewöhnliche Katze, denn durch ihr auffälliges Muster erinnert die mich so ein wenig an einen Leoparden. Weiter geht es dann mit der Stehplatte in einem matten Goldton. Also bei Edwina haben wir diesmal alles in Gold, Orange und Gelb, wie es scheint. Und hier haben wir auch schon das Armband. Orange-Gelb sind zwar nicht meine Lieblingsfarben, aber ich finde es so schön. Schaut mal, wie das leuchtet. Das ist ja schon fast Neonfarben. Ja, und das hier ist der Anhänger, der dazugehört. Den dürfen wir heute sogar selber zusammenbauen. Und ja, ich glaube wirklich, dass das eine kleine Trommel ist. Obendrauf liegen dann die Drumsticks. Und dazu gibt es 2 leuchtend orangefarbene Schmuckperlen. Und so schaut das Ganze dann fertig aus. Und ich finde es so schön. Mir gefällt, dass das so leuchtet. Und die Farben passen auch wunderbar zusammen. Da bekommt man auch richtige Summer-Vibes, oder nicht? Als nächstes können wir die Box dann auch endlich einmal öffnen, denn wir haben noch jede Menge vor uns. Hierin verstecken sich weitere Überraschungen und wie immer fangen wir hier oben mit diesem Päckchen an. Hierin sollte das Instrument stecken und wir wissen ja schon, dass wir ein Schlagzeug bekommen.
Boah, das ist aber auch mal eine richtig große Tüte. Da steckt jede Menge drin. Und eine Bauanleitung. Ja, wie cool. Wir können wieder was zusammenbauen. Oh mein Gott, ist das viel. Ich liebe es, Sachen von Playmobil zusammenzubauen. Jetzt freue ich mich ganz besonders hier drauf. Was für ein toller Abschluss dieser Serie. Und dann haben wir auch noch einen Sticker. Oh nein. Okay, wir beruhigen uns jetzt einmal. Wir kriegen das alles hin. Eins nach dem anderen. Als erstes geht's jetzt einmal los und wir schauen, was wir denn hier alles in dieser Tüte drinnen haben. Und hier steckt wirklich einiges drin. Okay, ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen sortieren, damit wir einen besseren Überblick bekommen. Aber ehrlich gesagt, ich kenne mich gar nicht mit Schlagzeugen aus. Ich weiß überhaupt nicht, wie das alles heißt. Deshalb werde ich das einmal kurz nachschauen. Und dann lernen wir heute sogar noch ein bisschen was. Ist das nicht toll? So, okay. Dann haben wir das jetzt hier einmal sortiert und wir fangen an mit einem kleinen Stuhl. Dazu brauchen wir einmal den Sitz und noch einen Standfuß. Damit kann sich die Edwina dann auch ganz gemütlich hinsetzen. Als nächstes kümmern wir uns um diese Teile und die nennt man Becken. Dazu brauchen wir diese drei Elemente. Zum einen haben wir so einen längeren Stab und an das gerade Ende kommt hier auch wieder so ein Standfuß dran. Das Ganze haben wir doppelt, das heißt, wir machen das Ganze noch einmal. So, und an das obere gebogene Ende kommt jetzt das Becken. Und das sieht auch richtig hübsch aus mit diesem Glitzer-Goldton. So, und damit wäre das erste Element des Schlagzeugs schon fertig. Weiter geht es dann mit dem Herzstück eines Schlagzeugs, und zwar der Bassdrum. Dafür brauchen wir jetzt diesen Aufkleber mit dem Katzenkopf vorne drauf. Und da gucke ich jetzt mal, dass ich das hier schön mittig drauf platziere. Und da ist es auch schon passiert. Es klebt. So, aber da gehört jetzt noch ein bisschen was dazu. Und zwar kommt jetzt hier auf die Rückseite dieses silberne Gebilde. Das wird einfach in diese Kerben hineingelegt. Da müsste man so ein bisschen drehen, aber da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wie das Ganze da reinpasst. Und damit das Ganze auch vernünftig zusammenhält, gehört da jetzt noch dieser schwarze Deckel drauf. Der wird einfach so da drüber gesteckt. Und so hält das Ganze auch ganz gut zusammen. Aber der Sticker ist falsch rum drauf. Ja, moin. Also Leute, passt unbedingt darauf auf, wie ihr den Sticker raufklebt. Am besten ihr baut das erst zusammen und klebt dann den Sticker drüber, damit ihr euch nicht vertun könnt. Denn das erspart euch einiges an Ärger. Aber zum Glück ist das hier alles nochmal gut gegangen. Denn wenn der Sticker noch nicht so lange klebt, bekommt ihr den eigentlich auch ganz gut wieder runter. Zum Schluss fehlen jetzt noch die beiden Trommeln. Auch hier gehört wieder ein Sticker dazu. Diesmal einfach nur so ein weißer Punkt. Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Da ist es egal, wie rum ihr die aufklebt. Auch die sind wieder doppelt. Das heißt, wir machen das Ganze zweimal. So, und die Trommeln steckt ihr jetzt oben auf die Bassdrum. Auch hier gibt es wieder diese Kerben, die ihr dann einfach ineinander schiebt. Es ist so schwer, das zu erklären. Ich denke aber mal, ihr könnt es ganz gut erkennen, wie ich das meine. Und auch hier werden wieder diese Deckel drauf gesteckt, damit das Ganze auch zusammenhält. Und das war's auch schon. Damit haben wir ein richtig cooles Instrument. Und ich finde, das ist mit Abstand das beste Instrument von der ganzen Music World. Also so ein großes Instrument hatten wir bis dato noch nicht, sonst waren die immer nur sehr klein. Deshalb finde ich super cool, dass wir heute noch mal sowas dabei haben. Dann geht's auch schon direkt weiter mit der nächsten Überraschung. Und hier unten haben wir eine weitere kleine Tüte drin. Ich hoffe ja mal, dass das Ganze jetzt so spannend bleibt und wir auch jede Menge Zubehör bekommen, obwohl wir schon so ein großes Instrument haben. Okay, also hier haben wir wieder ein Handy zum Umhängen, diesmal in einem Neongelb.
eine Tasche, aber eine relativ große Tasche. Eine Haarbürste. Und jede Menge Drumsticks. Die braucht man natürlich, wenn man Schlagzeug spielen will. Und da gibt es hier auch zwei Varianten. Das eine sieht sogar ein bisschen aus wie ein Pinsel. Naja, und die lassen sich dann auch wunderbar in dieser riesigen Tasche verstauen, damit auch nichts verloren geht. Als nächstes werfen wir mal einen Blick hier in die obere Überraschung. Auch hier haben wir wieder eine Tüte drin. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was denn noch so kommt. Ah ja, also noch mehr Zubehör. Eine Autogrammkarte, auch wieder in so einem schönen Neongelb. Hier werden wir dann gleich noch den Aufkleber anbringen. Dann haben wir so ein richtig schönes leuchtendes Mikrofon. Das gefällt mir auch richtig gut. Das hier ist, glaube ich, ein Rock. Den werden wir der Edwina dann gleich auch wieder anziehen. Und der hat auch ein wunderschönes Muster vorne drauf. Und zuletzt haben wir noch einen Blumenstrauß mit wunderschönen orangefarbenen Lilienblüten. Bauen wir das Ganze einmal schnell zusammen. Und so schaut dann der fertige Blumenstrauß aus. Sehr schick und passt auch wunderbar zu den anderen Accessoires. Als letztes kleben wir dann jetzt noch schnell den Aufkleber auf die Autogrammkarte. Diesmal haben wir sogar einen gelben Aufkleber. Normalerweise sind die immer durchsichtig. Oh, und da ist auch eine kleine Katze mit drauf. Wie süß. Sehr schön. Dann hätten wir das auch erledigt. Und damit kommen wir dann leider auch schon zum letzten Päckchen dieses Videos. Und auch zum letzten Päckchen der gesamten Serie. Hier haben wir schon mal die Edwina, die lege ich jetzt erstmal noch beiseite, denn wie jedes Mal haben wir auch hier eine Autogrammkarte mit integriertem AR-Feature und wer es bis jetzt noch nicht wusste, diese Autogrammkarte könnt ihr mit eurem Handy einscannen und so erlebt ihr dann ein kleines Konzert von den Everdreamers. Und ihr könnt sogar alle 5 Autogrammkarten gleichzeitig einscannen, dann sind sie auch alle zu sehen. Ziemlich cool. Und da ist sie, die wunderschöne Edwina. Und sie sieht so cool aus. Oh wow, schaut euch mal diese wunderschöne Jacke an. Das ist eine College-Jacke. Darunter trägt sie einen Crop-Top und diese schicken neongelben Sportschuhe. Oh wow, Edwina sieht richtig cool aus. Und wie wir das auch schon bei den anderen Everdreamers-Figuren gesehen haben, bekommt auch Edwina eine neue Frisur verpasst. Und zwar eine riesige Lockenmähne. Ich hoffe mal, dass ich das Ganze richtig rum aufgesteckt habe. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und nicht zu vergessen, trägt sie auch noch diesen Rock. Und der hat so ein richtig schönes Leopardenmuster. Auch wieder in Neonfarben. Also Edwina gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, Lieben, und damit sind wir dann nicht nur am Ende dieses Videos angekommen, sondern auch am Ende dieser Videoreihe. Das waren alle 5 Überraschungsboxen der Everdreamers aus der Music World und ich fand es so toll. Ich war am Anfang noch ein bisschen skeptisch, was ich von diesen Überraschungsboxen halten soll, aber mittlerweile bin ich komplett davon überzeugt. Ich fand es richtig toll, die ganzen Überraschungen zu entdecken. Es macht so viel Spaß, die kleinen Päckchen alle zu öffnen. Und ich hoffe, euch hat diese Videoreihe auch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal.
Denn wie schon gesagt, bald steht bereits die vierte Serie an, die ich mir auch anschauen werde. Aber auch zu der dritten Serie gibt es noch das ein oder andere Video. Also seid gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.